Was geht ab, Leute? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zur neuen Folge Subnautica. Ey, boah, immer diese komische Kamera. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Und wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir uns in die Tiefen des Meeres begeben. Und ja, nochmal mega fetten Dank dafür, für die vielen Likes, die ihr diesen Folgen immer reinballert. Ja, also könnt ihr gerne so weiter behalten. Finde ich mega nice. Motiviert auch immer. Und auch wenn es tatsächlich Leute gibt, die sagen, du bist voll likegeil geworden, juckt mich nicht. Mich freut es auf jeden Fall. Ja, mich freut es mega. Und ja, wir waren dabei, so ein bisschen unsere Seemotte zusammen zu friemeln, beziehungsweise uns die Einzelteile und die Blaupausen zu besorgen. Ich weiß gar nicht. Wir haben, glaube ich, schon einen Blueprint gefunden. Aber uns fehlt natürlich noch was dazu. Und ich würde sagen, wir machen heute so eine kleine Exkursion und schauen uns mal ein bisschen um, was die Umgebung uns hier zu bieten hat. Ich will mir auf jeden Fall was zu trinken einstecken und was zu essen. Wovon wir allerdings nicht gerade viel haben. Ich muss mich also noch ein ganz kleines bisschen vorbereiten für die nächste Tour. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in dieses rote Biom, wo diese ganzen Sandhaie sind. Und da gucken wir mal, ob wir vielleicht dann noch den einen oder anderen Bauplan finden. Weil wir wollen ja letztendlich auch irgendwann unser U-Boot haben, womit wir uns dann in die Tiefen, in die größeren Tiefen begeben können. Und ja, was brauchen wir? Wasser und Nahrung. Aber erstmal möchte ich jetzt erstmal den ganzen Scheiß verstauen, den ich hier noch habe. Nein, ich will das nicht umbenennen. Ich möchte das einfach öffnen. Wunderbar. So, jetzt kommt das da rein, das kommt da rein. Desinfektionsmittel brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Das kommt da rein. Blei brauchen wir auch nicht. Da ist das Ding auch schon voll. Na, herzlichen Glückwunsch. Der Segleiter ist voll. Warum ist der voll? Seit wann? Ich habe den noch gar nicht aufgeladen. Lädt er sich von alleine wieder auf? Was ist da los, Leute? Lädt er sich tatsächlich von alleine wieder auf? Das wäre ja mega nice. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich keine Batterie reingesteckt habe. Oder ich habe da irgendwie was richtig hart verpasst. Egal. So, wir suchen uns jetzt erstmal Nahrung. Ja, herzlichen Dank. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir auch. Und stimmt, die Nahrungsblöcke, die wir ab und zu bekommen, die nehme ich auch mal mit. Komm her. Komm. Du kannst gar nicht so schnell sein. Ich habe die geilen Schwimmflossen. Komm her, wunderbar. Dich nehme ich auch mit. Und dieses komische Augenvieh hier nehme ich auch mit. Sehr schön. Die Scheiße ist einfach nur, dass es jetzt schon wieder so arschdunkel geworden ist. Das soll uns aber natürlich nicht weiter stören, weil wenn wir nämlich jetzt in der Dunkelheit schon mal losschwimmen, haben wir nachher, wenn es wieder hell wird, den kompletten Tag Zeit, ein bisschen was zu erkunden. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir uns bald dann unsere Base mal, zumindest erstmal eine kleine Anfangsbase bauen, damit wir diese wunderbaren Früchte züchten können, die uns ja sowohl Nahrung als auch Wasser wieder zurückgegeben haben. Wenn das immer noch so ist und die das nicht irgendwie rausgepatcht haben, weil das irgendwie zu overpowered oder so war, dann wäre das richtig nice, weil dann können wir uns nämlich immer zumindest schon mal relativ gut ausrüsten. Was ist denn das hier eigentlich? Säurepilz, wieso schwimmt der hier rum? Okay, sehr interessant. Na gut, okay. Wäre jedenfalls definitiv nicht unwichtig. Zumindest so eine kleine Mini-Base, ja, wo wir einfach was drin anbauen können. Wir können ja nichtsdestotrotz hingehen und uns später eine richtig heftige Base dann noch bauen. Also eine schöne diesmal auch. Da müssen wir natürlich uns auch den Strahlenanzug bauen, um eben in das Schiff noch einzudringen, um uns da noch die ganzen Blaupausen abzusnacken, weil da waren ja, glaube ich, auch nicht ganz so unwichtige drin. Aber jetzt gucke ich erstmal, dass ich dieses rote Biom finde. Das Problem ist, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wo das alles gewesen ist. Ich habe doch letztens mal doch beim Erforschen, habe ich doch sowas gefunden. Ich glaube, ich bin sogar schon richtig, ne? Ist das rot hier alles? Hallo? Ja, wir sind schon richtig, tatsächlich. Das ist gut. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass es jetzt bald auch irgendwann dann wieder hell wird. Was haben wir denn hier? Schubkanonenfragment. Egal, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das ist doch schon nice. Schubkanone freigeschaltet. Ich brauche auch mal wieder Licht. Was sehe ich? Ah! Sandhai! Mami, geh weg! Nein! Wegpacken! Ah! Panik! Ah, da ist noch einer! Oh! Nimm mir den Gleiter in die Hand. Ich bin weg. Kollegen. Oh! Sie sind hinter
immer noch da? Nein, es ist weg. Ey, die sind auf jeden Fall aggressiver geworden. Auf jeden Fall. Die waren früher nicht so krass drauf. Die waren früher, sind die am Boden rumgeschwommen und haben sich gedacht, ja, die haben einen Fick auf mich gegeben. Aber jetzt kommen die mittlerweile hier an und wollen mir richtig hart auf die Nüsse gehen. Oh, 10 seconds of oxygen. Ja, da wollen wir mal ganz kurz auftauchen, natürlich, ist klar. Ich habe hier doch gerade noch ein Fragment zum Scannen gesehen. Da ist es doch, wunderbar. Taste 3. Hier, Battery Charger, nice, das ist doch nice. Battery Charger können wir sehr gut gebrauchen. Sehr gut sogar. Aber gibt es ein Energy Cell und ein Battery Charger? Aua! Was war das? War das eins von diesen kleinen Schnappern? Gibt's die immer noch? Oder woher habe ich jetzt Damage bekommen? Waren auf jeden Fall nur 7, also nicht sonderlich viel. Ach ja, da sind sie wieder. Ja, hab euch gesehen. Alles Klärchen. Boah. Die jagen auch andere Fische. Interessant. Jetzt wird es nämlich so langsam wieder Tag. Das ist nice. Aber ich tauche auch nochmal eben ganz kurz auf. Boah, das sieht immer noch so majestätisch aus mit diesen fetten Walen. Ich feiere das ja immer noch, ne? Aber die tun einem ja auch nichts. Das ist wenigstens gut. Okay, Freunde. Ich brauche jetzt nichtsdestotrotz, ich will einfach mal ein bisschen was scannen. Ey, was hier abgeht. Wahnsinn. Wie soll man denn hier in Ruhe scannen, wenn die ganzen Viecher hier rumschwirren? Kann ich da reinschwimmen? Ist da irgendwas Geiles drin vielleicht? Nein. Okay. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch was zum Aufmachen. Oh, ein Hai, Hallöchen. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Ich brauche Sachen. Ey, dieses rote Biom ist echt ganz schön gefährlich geworden. Aber da unten ist was zum Scannen. Aber dieser Hai da. Oh, der ist sehr nah dran. Der ist sehr nah dran. Komm, Kollege. Oh, geh doch weg. Geh doch weg. Geh dir woanders dein Futter holen. Ich bin nicht. Ey, wie er jedes Mal wieder umdreht, wenn ich runterkomme. Jetzt hat er sich da vergraben, der Wichser. Aber egal, ich versuch's jetzt trotzdem. Komm schon. Battery Charger Fragment. Nice. Nice, sehr schön, haben wir. Wunderbar. Ja, ich weiß, wie es läuft. Nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt immer noch hier um. Solange sie so ein bisschen Sicherheitsabstand halten, ist mir das egal. Da unten. Ah, da ist auch so ein dickes Trümmerteil. Vielleicht können wir da reinschwimmen. Aber ich brauche erstmal wieder Sauerstoff. Ich frage mich trotzdem, ob sich das Ding von selbst wieder aufgeladen hat. Gut, schauen wir einfach mal nach. Schauen wir einfach mal nach, ob ich da reinschwimmen kann. So wie es aussieht. Oh, da ist eine Tür, aber die scheint verschlossen zu sein. Oh, da kommt schon wieder so ein Schnappern, ey. Verpiss dich. Komm her, du Wichser. Hau ab, du mieses Drecksteil. Ach, noch einer. Na, hau ab. So läuft das nämlich hier. Warte mal, die Tür ist grün. Kann ich die aufmachen? Ja, das geht. Nice. Warte, scannen. No signal. Das kann ich auch nicht scannen. Schreibtisch kann ich scannen. Ja, gut, das ist ja schon mal sehr gut. Schreibtisch nehme ich mit. Den Stuhl kann ich bestimmt auch noch scannen. Boah, das kostet echt super viele Sekunden. Das ist echt heftig. Ey, das kostet mich jedes Mal irgendwie 15 Sekunden oder so. Ich bin gleich schon wieder im Eimer. So. Ich muss wieder hoch. Scheiße, ich muss wieder hoch. Oh, ich glaube, ich sollte mir echt nochmal eine Sauerstoffflasche einpacken, wenn ich solche Touren hier mache. Junge. Jetzt aber fix nach oben. Oh, gucken wir mal, ob es hier sonst noch... Ey, geh auf. Ob es hier sonst noch irgendwas Geiles gibt? Kann man die ja auch aufmachen? Und? Oh, er zieht dran. Nice, die geht auch auf. Oh, was sind das drin? Kann ich hier irgendwas Geiles scannen? Nein. Versiegelt, aufschneiden zum Öffnen. Okay. Scheiße, jetzt hätte ich ja gerne eine Boje gehabt oder sowas, damit ich mir das merken kann, wo wir hier sind. Kann ich das Cargo hier öffnen? Nein. Nein, kann ich den Stuhl denn hier noch scannen? Nein, der geht auch nicht. Fuck! Oh, öde.
Scheiße, da müssen wir auf jeden Fall hingehen und hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hinkommen, wenn wir das Schneidegerät haben. Das brauche ich denn auf jeden Fall hierfür. Ich glaube, ich kann mich sogar ganz gut orientieren, wo wir hier sind, weil wir sind relativ weit südlich, wenn ich das sehe. Ein Kompass wäre natürlich auch noch fein. Ja, das ist eindeutig südlich. Das sollten wir auf jeden Fall wiederfinden, hier das Ding. Aber gut, dann schauen wir uns jetzt erstmal weiter um, weil ohne Laserschneidegerät kommen wir hier definitiv erstmal nicht weiter. Suchen wir dann also doch einfach nochmal ein bisschen was, was wir scannen können. Da liegt ein Ei, ne? Ja, da liegt tatsächlich ein Ei. Soll ich das noch mitnehmen? Ich nehme es noch mit. Okay, habe ich jetzt irgendjemanden wütend gemacht? Nein, gut. Okay, Kreaturenei. Da ist noch was zum Scannen. Was haben wir denn hier Geiles? Was ist das? Battery Charger, damit sollten wir ihn doch voll haben, oder? Wenn ich mich nicht irre. Nice, Battery Charger freigeschaltet. Das finde ich gut. Sehr geil. Sehr geil. Davon ist noch was. Abgefahren. Oh, das gucken wir uns an. Aber das gucken wir uns aber mal so hart an. Was ist das hier? Was ist das denn Geiles? Ist das ein... kann ich das scannen? Seemottenfragment! Ah! Geil! Nice! Ich brauche ja nur 5 Stück davon, oder wie sieht das aus? Alles Klärchen. Aber egal, dann wissen wir wenigstens, wo die alle sind. Das hier ist doch bestimmt auch noch ein Seemocken. Nice! Da ist das nächste. Verpiss dich. Ja, hau mich ruhig. Egal, da ist Nummer 2 von 5. Geil! Dann können wir das hier... Vielleicht schaffen wir es in der Folge noch alles zu sammeln dafür. Das wäre ja richtig fett. Aber jetzt muss ich erstmal nach oben. Also dieses Biom ist auf jeden Fall sehr ergiebig. Aber finde ich interessant, dass die Seemottenfragmente tatsächlich so Bruchstücke sind. Das muss man halt wissen. Dann weiß ich auch, wonach wir suchen können. Guck mal, da ist wieder so ein komisches Pissvieh. Komm her. Komm. Komm. Komm, greife. Hör, jetzt hast du einfach mal Schiss von mir, oder was? Kleiner Bastard. Egal. Oder ist das das, wo wir gerade gewesen sind? Das wäre ja witzig. Aber ich glaube nicht. Guck, die lassen mich in Ruhe. Interessant. Das ist doch das, wo wir gerade gewesen sind, oder? Bin ich jetzt total bescheuert. Tatsächlich. Oh Mann. Hä? Wie bin ich denn geschwommen? Total dumm einfach nur. Okay, das ist jetzt ein bisschen hohl. Oh, 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 jetzt muss ich aufpassen. Ah, der hat mich gesehen. Ich muss weg. Zum Flüchten ist das Ding auf jeden Fall sehr gut. Leck mich am Arsch. Ah! Mami ist immer noch hinter mir. Oh, okay. Ey, Leute, was geht ab mit euch? Aber da unten ist was zum... 10 Seconds. Oh, ich ersaufe. Jetzt aber fix. Jetzt aber... Okay, das überlebe ich nicht. 3. Komm schon. Schneller, 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 schneller. Oh, Glück gehabt. Hier ist auch noch was zum... Oh, nee. Geh doch weg. Geh doch weg. Das war ein Modifizierungsstation-Fragment. Verpiss dich einfach. Ich will das da haben. Da will ich dran. Und da lässt du mich auch dran, Kollege. Das brauche ich. Komm schon. Nice! Meins! Und weg hier. Oh, und wieder dieses komische Teil. Ja, komm doch her, wenn du was von mir willst. Ey, und wieder. Oh! Ey, wie aggressiv die Dinger sind. Krass, wie sie... Das haben sie echt so hart verändert. Da ist noch ein Seemotten-Fragment. Das möchte ich gerne noch haben. Das wäre dann Nummer 3 oder 4. Das ist auf jeden Fall ein Seemotten-Fragment. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, egal. Das hole ich mir noch. Komm schon. Jo, meins. Dankeschön. Und ich bin weg. Okay, jetzt glaube ich, sollten wir echt mal wieder zurück, weil ich brauche eine neue Batterie. Scheiße. Ich habe keine Batterie mehr. Nö, Mist. Oh, und ich habe keine Batterie mehr. Nein, ich ersaufe. Ich werde ersaufen, ich werde ersaufen, ich werde ersaufen, ich werde ersaufen. Nein, 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 nein. Gott, komm schon. Oh, das war aber sowas von hart knapp. Okay, ohne Batterie bringt mir das nichts. Dafür bin ich einfach nicht schnell genug zum Auftauchen. Vor allen Dingen, wisst ihr, was das Geilste ist? Dass ich ja diesen Diamanten gefunden habe, als ich da unterwegs war. Und das Schöne ist, dass wir uns jetzt direkt nämlich unseren Laserschneider bauen können.
Das ist sehr nice. Also, dass ich den Diamanten gefunden habe bei der Insel, das war echt gut. Heißt also, wir können uns auf jeden Fall noch angucken, was da in dieser, was in diesem Wrack noch drin war. Es sei denn, das sind die Seitentüren gewesen und ich lande dann einfach wieder draußen. Das ist ja ein bisschen dumm. Aber egal, gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Eine neue Batterie habe ich nämlich auch für mein Fahrzeug. Aber ich würde gerne eben schnell noch hingehen und eine neue Pressluftflasche machen. Denn die ist echt nicht unwichtig. Ich habe noch genug Titan, wenn ich mich nicht irre. Ne? Hier ist noch zweimal... Da ist doch Glas! Ach, voll nice. Dann brauche ich das Quarz gar nicht zu verändern. Gut, ich brauche noch zweimal Titan, glaube ich. Müsste auch noch was hier drin sein. Ja, tatsächlich viermal Titan und einmal Glas. Schön, da könnte ich noch eine neue Pressluftflasche machen. Weil je tiefer wir tauchen, desto, naja, bescheuerter wird das halt. Letztendlich brauchen wir ja, ich glaube, wir brauchten die Werkbank, um ja unsere High-Capacity-Pressluftflaschen zu machen. Weil sonst muss ich nämlich 1000 Stück davon mit mir rumtragen und das ist auch nicht so geil. Aber ich würde jetzt gleich gerne, sobald es heller wird, nochmal auf Erkundungstour in dem roten Biom gehen. Das wäre vielleicht echt nicht verkehrt. Ach, ich habe diese geile Kreaturen eingenommen. Okay, Freunde, jetzt sind wir wieder in dem Biom. Ich habe mich ein bisschen nochmal ausgerüstet und jetzt müssen wir leider nochmal kurz nach diesem Wrack suchen, weil ich war leider ein bisschen zu dämlich und habe mir keine Signalboje mitgenommen, was echt ein bisschen dumm ist. Vor allen Dingen frage ich mich ja, gab es nicht auch diesen Druckausgleichs-Dingsbums-Kirchens, womit man in den größeren Tiefen weniger Sauerstoff verbraucht man, da ist es doch, oder? Ist es das nicht? Das ist es doch, oder? Ja, das ist es. Nice. Perfekt, das ging ja schnell. Sehr gut. Dann schwimmen wir nämlich jetzt volle Karacho einfach da rein. So, machen das auf. Ey, wieso muss ich das jetzt nochmal neu aufmachen? Komm, mach auf das Ding. Sehr gut. Okay, so, jetzt nehmen wir unseren Schneider hier. Zum Aufschneiden öffnen. Wunderbar. 4, 7. Alter, wie lange das dauert? Ich werde doch dabei ersaufen, ey. Aber egal. Heißt also, müssen wir eventuell dann gleich nochmal schnell raus. Aber es geht ja ganz gut. Ich hoffe nur, dass ich jetzt gleich nicht draußen lande und dass das eine Tür nach draußen nur ist. Weil das wäre ja total dumm und dämlich. Aber es wird so sein. Ich werde es nicht. Oh, okay. Das ist also alles hier drin. Gut, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt immer noch nach draußen, weil wir kaum noch Luft haben. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Aber egal, wir haben auf jeden Fall, die Tür ist offen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was uns da drin erwartet. Ich glaube irgendwie, Hauptsache ein bisschen was zum Scannen, das wäre nice. Vielleicht irgendwie ein Wandschrank oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon Wandschränke bauen können, aber die wären auf jeden Fall schon mal ganz nice. Weil wir uns das in unsere Überlebenskapsel reinballern könnten. Gucken wir einfach mal. Schnell hier rein. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier drin um, ob wir hier auch was zum Scannen haben. Scannen, scannen, scannen. Spinnt. Nein. Lässt sich nicht scannen. Hier ist nichts zum Scannen. Und hier ist gar nichts drin. Geil. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann machen wir die Tür noch auf. So viel Luft dürften wir noch haben und so viel Energie. Gut, 30 Sekunden Atemluft habe ich noch. Und es ist tatsächlich die Tür noch draußen gewesen. Herzlichen Glückwunsch. 100 Punkte an den Gewinner. Boah. Oh Mann, ey. Ich hätte es wissen müssen. So eine Scheiße. Oh Mann. Dann gucken wir jetzt mit dem verbleibenden Kram aber trotzdem noch mal eben kurz, ob wir hier nicht noch das ein oder andere Seemottenfragment finden. Und ich glaube, da vorne ist sogar schon eins wieder. Wenn ich mich nicht irre. Nein, es ist keins. Schade. Hätte ja sein können. Ah, ich brauche Seemottenfragmente jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Das ist nicht unwichtig. Weil das Ding einfach schon eine sehr viel krassere Fortbewegung erlaubt. Komm, hier. Scannen. Kann ich da irgendwas scannen? Nein. Oh, Seemottenfragmente. Wo seid ihr, Freunde? Keins da. Aber du willst mir noch nicht sagen, dass hier nur irgendwie 3 Fragmente rumlagen, oder? Das kann doch nicht alles gewesen sein hier in dem Scheiß-Biom.
Da vorne ist noch eins. Nice. Das erkenne ich von hier. Sehr gut. Seemottenfragment. Wunderbar. Das dürften jetzt vier sein, oder was? Vier. Eins fehlt noch. Ja, ja, komm, verpiss dich, du Scheißvieh. Eins fehlt noch. Das finden wir bestimmt noch hier irgendwo. Oh, oh, da, 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 da. Das ist doch eins. Das ist doch eins. Seemottenfragment. Woo! Nein. Haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Sehr gut. Dann können wir jetzt mal gucken. Also mal schnell zurückgurken in unsere Base und mal abchecken, was wir jetzt nochmal alles dafür brauchen. Weil dann können wir das nämlich in der nächsten Folge, können wir den ganzen Kram dafür schon mal sammeln, dann haben wir unsere Seemotte. Das erleichtert uns nämlich sehr viel. Was brauchten wir jetzt nochmal alles dafür? Hier, Fahrzeuge, Seemotte, Titanbarren, easy, Energiezelle, easy, Glas, easy, Schmierstoff, easy. Nice, gut, dann bauen wir uns in der nächsten Folge die Seemotte. Dann wäre die Modifizierungsstation nicht schlecht, weil ich würde das Teil dann nämlich sehr gerne per Solar wieder laden können, sofern wir nicht für dieses Solarmodul auch wieder einen Bauplan brauchen. Ansonsten können wir uns auf Sucherei wieder einstellen. Dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut machen. Ja, und bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!